Hallihallöchen, meine Lieben. Ja, ich weiß, es ist Mittwoch. Ich hatte gestern ein paar Schwierigkeiten mit meiner lieben integrierten Kamera. Aber ja, gut. Kann man nichts machen. Ich poste trotzdem noch diese Woche ein Video. Und zwar, weil ich habe eine Anfrage gekriegt von einer Abonnentin. Und zwar möchte die gerne, dass wir das Thema Borderline und das im Zusammenhang mit dem Lesbischsein oder mit der sexuellen Orientierung diskutieren. Und zuerst aber noch, ich hatte ein ganz tolles Wochenende. Ich war an der Gayvention in Hamburg und ratet mal, wer mit mir da war. Jen war mit dabei und Wuni. Und wir haben da ein bisschen Gayvention unsicher gemacht und ja, und ihr werdet auch bald einen Bericht über das Ganze sehen. Ja, das wird dann. Also, Jen hat das Filmmaterial und ja, ist auch so nett, dass sie das dann auch zusammenschneiden möchte. Ja, war toll und ich sag nur immer wieder gerne und danke für das schöne Wochenende. Ja, gut, jetzt geht es aber weiter im Takt. Und zwar eben Borderline und sexuelle Identität. Oder Findung oder so. Also Borderline, das ist sicher für alle eigentlich ein Begriff. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Das ist eigentlich, also glaube ich, Moment, also ja nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle, aber wenn ich Borderline höre, dann denke ich immer an das Ritzen. Also das Selbstverletzung praktisch, dass man sich eben hier mit Rasierklingen oder ja, eben halt selbst verletzt. Und ja, warum macht man das? Ja, das ist eine gute Frage. Das wüssten wahrscheinlich die meisten auch gerne, die eben daran leiden. Meiner Meinung nach ist das hat das sehr viel damit zu tun, dass man sich selber nicht so mag, wie man ist und dass man sich vielleicht auch nicht so akzeptiert fühlt, dass man mit sich selbst im Unreinen ist, mit der Umwelt auch im Unreinen ist und einfach so ein bisschen orientierungslos ist und deswegen irgendwie einen sehr großen Selbsthass verspürt. Und ja, also ich habe schon oft gehört, also viele machen das einfach, um sich noch selbst zu spüren. Und das ist wie so eine, ja, eben, ja, ja, irgendwie so. Korrigiert mich bitte, wenn ich irgendwas Falsches sage. Und ja, das ist einfach das, was ich bis jetzt über das Phänomen gehört habe. Und jetzt, was hat das. Hat das irgendwas mit dem Lesbischsein zu tun oder hat das irgendwie eine Verbindung dazu? Also einfach jetzt Homosexualität, ist man da mehr gefährdet, in das Ritzen reinzurutschen? Also ich denke mal, das Ritzen ist vielleicht eine Sache. Also es gibt natürlich ganz viele andere Sachen, in die man auch reinrutschen kann. Der Grund dafür ist meiner Meinung nach, dass man vielleicht. Dass viele mehr Schwierigkeiten, noch mehr Schwierigkeiten haben, sich selber zu finden, wenn sie eben ja eben nicht, wenn sie nicht Heterosexualität, wenn sie nicht heterosexuell sind, also sie weichen eigentlich praktisch von der Norm ab und wissen auch nicht ganz genau, wie sie die Gefühle einordnen sollen und ja, sind dadurch sehr verwirrt und uneins mit sich selber. Vielleicht wollen sie das ja auch nicht, also vielleicht haben sie Angst davor, sind einfach, ja, ja, ich würde mal sagen, es ist einfach so sehr verwirrt und verunsichert. Und fühlen sich unverstanden auch oft, denke ich mal. Ja. Also ich denke mal, das Ritzen ist so ein Ding. Ich weiß, ich würde jetzt zwar nie die Behauptung aufstellen, dass mehr homosexuelle Menschen von diesen Sachen betroffen sind, aber ich denke mal, dass das Risiko vielleicht schon etwas höher ist, dass man ja, dass man da in Konflikt mit sich selber gerät. Also ich zum Beispiel habe mit 15
Oder nee, mit 14 war ich so, oder ziemlich pummelig, also war ich schon immer so ein bisschen. Und irgendwann hat es mir dann gereicht, weil man halt oft auf seinen Körper hingewiesen wird, ja, so, ne Laura, das ist ja die gemütliche Laura und die Laura, die isst so gerne und hallo. Die Laura isst so gerne und die Laura ist ja so tapfer und die haut so schnell nichts um und die ist so robust und ja, Laura ist immer zufrieden. Und naja, dann war es irgendwann mal wie so eine Rebellion, denke ich mal, wo ich mir gesagt habe, so jetzt reicht's mir. Jetzt will ich nicht auf irgendwie so eine robuste Rolle. Ja, also dass man sich einfach nur denkt, immer so Laura ist robust, Laura kann nichts anhaben und so. Also schlussendlich war das alles im Unterbewusstsein, das habe ich irgendwie so nie gedacht, aber auf jeden Fall wollte ich abnehmen. Und meine Mutter hat mich dabei auch unterstützt und hat dann gesagt, ja klar. Ja, also ich wollte zum Beispiel das Mittagessen, dass ich dann nur noch einen Salat esse. Und meine Mutter hat das auch gemacht, hat mir einen schönen Salat gemacht mit Brötchen, French Dressing und ein Ei, genau. Und mit der Zeit ist das aber immer weniger geworden. Zuerst kam das Ei weg, dann kam das French Dressing weg und Öl und Essig. Danach kam das Öl weg und nur noch Essig. Das Brötchen hat sich in eine Brotscheibe verwandelt und die Brotscheibe hat sich dann auch noch halbiert und irgendwann war sie dann auch ganz weg. Und naja, irgendwie habe ich dann scheinbar gemerkt, so, okay, also ich habe ziemlich viel Lob gekriegt von allen, oh, Laura, hast abgenommen, schön, toll und so. Aber ich bin dann, weil ich das so extrem gemacht habe, in die falsche Schiene gekommen und ja, und habe das dann irgendwie, dieses Schlanksein durch Anerkennung verwechselt und bin dann, naja, irgendwie war es so, dass ich meinen Körper irgendwie kontrollieren konnte und dass ich meine Minderwertigkeitsgefühle dadurch irgendwie kompensieren konnte. Zudem habe ich auch eine Menge Aufmerksamkeit gekriegt von den anderen plötzlich. Weil eigentlich hatte immer meine Schwester die meiste Aufmerksamkeit, weil sie eben halt ein sehr extrovertiertes Kind war und ist. Und ich war eher so ein bisschen die ruhigere. Ja. Und ja, plötzlich war die Aufmerksamkeit auch von meinen Eltern da. Und ich nehme denen das auch nicht übel, weil ich meine, wenn man halt ein sehr anspruchsvolles Kind hat, wie meine Schwester, dann und das andere scheint so, dass es einigermaßen zufrieden ist oder eben halt anders ist, dann ja, man konzentriert sich halt automatisch auf das Herausfordernde mehr, also das Kind, das einen mehr herausfordert. Also nicht unbedingt nur mit Liebe, sondern ja, also auch Streit und so, Streitereien, Probleme, das dreht sich dann eher um das andere Kind. Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwie gerade so ein bisschen zu sehr verwirrend spreche. Das sind einfach so die Gedanken, die mir jetzt in den Kopf kommen. Und ich schneide das Ganze jetzt heute auch nicht, weil ich wollte das so schnell wie möglich hochladen. Also auf jeden Fall kann ich von mir sagen, dass ich eben diese Krisen hatte. Und ich denke mal, dass das mit Sicherheit auch was mit meiner sexuellen Orientierung zu tun hatte. Dass ich in der Zeit, gerade eben so mit 14 und so, wo man sich so dann halt auch langsam bereit ist, sich zu verlieben und ja, halt sexuelle Bedürfnisse entwickelt, dass man dann ja, irgendwie verwirrt ist und dann vielleicht noch mehr in sowas reinrutschen kann. Ja. Aber es muss natürlich nicht sein, das kann so sein. Und ich müsste mal nachgucken, das mache ich dann, das erzähle ich euch dann noch nächste Woche. Ob es irgendwie eine Statistik gibt, ob das wirklich so ist, dass homosexuelle Menschen anfälliger sind für solche psychischen Krankheiten oder so selbstzerstörerische Krankheiten. Ja, das war es schon für heute. Ja, genau. Und ja, habt ihr auch gereicht.
Jetzt sind wir schon 10 Minuten am Labern hier. Was meint ihr denn? Sind homosexuelle Menschen da mehr gefährdet? Also Magersucht zu kriegen, Bulimie, Borderline. Meint ihr, die sind da mehr gefährdet? Oder seid ihr vielleicht sogar selber betroffen? Und ja, das würde mich mal interessieren. Und vielleicht ist noch wichtig, wie bin ich eigentlich aus der Magersucht rausgekommen? Das Blöde ist, es gibt da gar kein Patentrezept. Also bei mir war es einfach so, dass ich irgendwann zum Glück war das bei mir so, es hat irgendwann mal Klick gemacht. Ich war unzufrieden, sieht man mich noch? Ich weiß es nicht, weil jetzt hier gerade der Bildschirm weg ist. Nö. So, komm zurück. Nö. Was sind wir denn hier? So, hallo, bin ich wieder drauf? Ja. Jetzt bin ich wieder aus dem Konzept draußen. Also ja, bei mir hat es irgendwann einfach mal Klick gemacht, dass ich mir selber sehr schade und dass ich mir damit auch meine Zukunft irgendwie kaputt mache. Weil, ja, das ist alles nur, alles hat sich nur noch ums Essen gedreht und ich habe es auch vom Körper gemerkt, dass ich da anfälliger geworden bin für Krankheiten und so weiter und so fort. Und dass auch das Umfeld immer sehr negativ reagiert hat oder einfach mit Mitleid und so. Und ich glaube, es war irgendwie schlussendlich dieses Mitleid, was ich nicht mehr haben wollte. Und das hat mir dann irgendwie auch so viel Kraft gegeben. Und zum Glück hatte ich meine Eltern, die mir zusätzlich noch sehr viel Kraft gegeben haben und mich auch unterstützt haben und mich nicht gezwungen haben, irgendwas zu tun oder zu lassen. Ja, dass ich da irgendwie genug Kraft geschöpft habe, um da rauszukommen. Und ich muss sagen, es ist also sehr gut, nicht sehr gut, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall möglich, weil ich habe jetzt wirklich, ich esse bewusster, seitdem das Ganze war. Und ich mache auch mehr Sport. Also ich bin da eigentlich im Positiven rausgegangen. Ja, das ist so. Ja. Und jetzt, das ist es eigentlich. Also ja, schreibt mir doch wirklich mal, was eure Meinung darüber ist, ob ihr selber Probleme habt, wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, jetzt besonders bezüglich Magersucht kann ich vielleicht ein bisschen helfen oder habt da Verständnis für. Also Verständnis habe ich für alles, aber ich kann da vielleicht mich noch mehr reinversetzen. Und ja, schreibt doch mal. Okay. Ich wünsche euch eine schöne Woche und Entschuldigung für das chaotische Video, aber kann mal passieren. Okay, macht's gut. Tschüss.